So, also dieses Buch habe ich im Jahre 2002 geschrieben. Da war ich im kolumbianischen Frauengefängnis von Bogotá und da habe ich getroffen Sandra Arango, eine von 4000 inhaftierten Guerilleros in Kolumbien. Und nach dem ersten Gespräch mit ihr war mir klar, über sie will ich ein Buch schreiben, ihre Lebensgeschichte aufschreiben, weil sie so berührend und so spannend und auch schockierend ist. So, jetzt habe ich beschlossen, einfach aus dem Prolog zu lesen. Die Überschrift ist 11 Jahre bei der Guerilla. Und es ist in der Ich-Form geschrieben, weil es ist eigentlich, sie schreibt ihre Lebensgeschichte. Ich heiße Sandra Arango und bin 28 Jahre alt. An meinem 15. Geburtstag holte mich mein Vater zu den revolutionären Streitkräften Kolumbiens, zur FARC. Denn er war ein Kommandante, ein ranghoher Befehlshaber der Guerilla. An diesem Tag wurde mein bisheriges Leben ausgelöscht, denn ich trat in die geschlossene Welt der Guerillakämpfer ein. Nichts war mehr so wie vorher. Nie wieder besuchte ich eine Schule, brach für immer den Kontakt zu meinen Freunden und Freundinnen ab, trennte mich sogar auf Nimmerwiedersehen von dem einen Jungen, den ich unsterblich liebte. Aus meinem früheren Leben blieb mir nur noch mein Vater. Obwohl er es war, der mich zu der FARC brachte und obwohl ich seinetwegen heute im Gefängnis einsitze, habe ich trotzdem nicht aufgehört, ihn zu lieben. Als Guerillera bekam ich einen neuen Namen, legte meinen Taufnamen ab, wie alles andere, was bis dahin mein Leben ausmachte. Es sollte mir nicht mehr erlaubt sein, auch nur einen einzigen Schritt allein und unbeobachtet außerhalb eines Guerillakampfs zu machen, denn jetzt zählte nur noch die Welt der FARC. Ich nahm an unzähligen bewaffneten Kämpfen teil, an Feuergefechten gegen das kolumbianische Militär und gegen die rechten Privatmilizen, die Paramilitares. Bis ich am 28. Januar 2002 nach einem Kampfansatz in einer Ortschaft namens Potrero Grande in der Provinz Huila von der Armee gefasst wurde. Als die Militärhubschrauber auftauchten, hatten wir das Gefecht bereits hinter uns. Wir waren überzeugt, die Soldaten zum Rückzug getrieben zu haben und versammelten uns auf einem Hochplateau überhalb von Potrero Grande. Doch dann kamen völlig unerwartet die Helikopter. In panischer Angst duckte ich mich unter einen Felsvorsprung. Das rettete mir das Leben, sonst hätten mich die Soldaten mit ihren Maschinenpistolen erschossen. Meine Mitstreiter wurden alle niedergemäht. Ich war die einzige Überlebende. Als ich versuchte wegzulaufen, stürzte ich, brach mir ein Bein und rollte den Hang hinunter. Stunden später fanden mich die Soldaten halbtot neben einem kleinen Bach. Sie nahmen mich fest und brachten mich in die Kaserne von Neiva, der Hauptstadt der Provinz Huila. Danach folgten Verhöre, Verurteilung, Gefängnis. Mein anfängliches Strafmaß, 27 Jahre Freiheitsentzug, das Gerichtsurteil nach dem Revisionsverfahren, 40 Jahre Gefängnis. Man wirft mir mehrfachen Mord, Brandstiftung, Raub und Mitgliedschaft bei der Guerilla, also einer terroristischen Vereinigung, vor. Nun sitze ich schon seit über 4 Jahren im Hochsicherheitstrakt des Buen Pastor, dem Frauengefängnis von Bogotá, und bete, ich möge mein Leben nicht hier beenden. Täglich träume ich von einem Neubeginn außerhalb dieser Gefängnismauern. Denn nur ein einziger der mir angelasteten Anklagepunkte stimmt. Ja, ich war Guerillera. Wie sollte ich das leugnen? Aber eine Mörderin war ich nie. Ich war an zahlreichen bewaffneten Kämpfen beteiligt, habe jedoch niemals hilflose, unbewaffnete Zivilisten erschossen. Ich wollte ja nicht zur Guerilla, doch ich hatte ja keine andere Wahl. Mein Vater, überzeugt von den revolutionären Idealen der FARC, hat es so bestimmt. Kurz bevor ich in das Camp der Rebellen geholt wurde, setzte er sich zu mir und erklärte mir, wer die FARC sind und wofür sie kämpfen. Er, ein einsilbiger Mann, der als Kind nur kurze Zeit die Dorfschule besuchen durfte, redete jetzt wortreich wie ein Lehrer, der mir eine Lektion erteilte. Sandrita, sagte er, die FARC sind die größte, die mächtigste Guerilla-Organisation der Welt.
Etwa 18.000 mutige Rebellen kämpfen gegen die sozialen Ungerechtigkeiten in unserem Land, gegen die Korruption der Regierung, der Privatunternehmen und der herrschenden Klasse Kolumbiens. Die FARC ist die älteste unbesiegte bewaffnete Freiheitskämpfer auf unserem Kontinent. Sie kämpft für ein besseres, ein gerechtes Kolumbien. Er erzählte mir auch von übermächtigen Großgrundbesitzern und millionenschweren Viehzüchtern. Sie herrschen wie Feudalherren auf ihren riesigen Ländereien, bezahlen Hungerlöhne und vertreiben Arbeiter, sobald sie nicht mehr beschäftigen wollen. Und wenn die armen Schlucker aufmucken, zünden sie einfach deren Gehöfte an. Wir von der FARC kämpfen bereits seit über 40 Jahren für eine Landreform. Deswegen stehen tausende Campesinos, also Landarbeiter, hinter uns, tausende Tagelöhner, Obstpflücker und Kleinbauern. Du wirst es erleben, meine Kleine. Dann räusperte er sich und zog die Brauen streng zu einem Strich zusammen, als er fortfuhr. Aber leider ist der Kampf blutig, denn wir kämpfen an vielen Fronten. So ist es, mein Töchterchen. Es sind gut bezahlte, kaltblütige Killerkommandos, die uns bekämpfen. Sie wurden in den 60er Jahren von den Großgrundbesitzern und den Coca-Baronen gegründet und aufgerüstet, um ihre Plantagen und Häuser zu schützen und mit Waffengewalt vor die Guerilla zu verteidigen. Aber heute sind sie längst nicht mehr dazu da, die Hacenderos, also die Großgrundbesitzer, zu verteidigen. Sie haben eigenständige Truppen, die sich im Anbau riesiger Coca-Plantagen beteiligen, das weiß doch jeder. Ich wollte nicht mehr über diesen schrecklichen Krieg erfahren, von dem ich sowieso nichts verstand. Und daher unterbrach ich meinen Vater, um ihn zu fragen, ob es in den Guerilla-Camps auch Weihnachtsfeiern mit Tanz und Musik gäbe. Außerdem wollte ich wissen, wie häufig er mich denn besuchen würde bei der FARC. Ich war ja noch ein junges Mädchen, fast ein Kind. Wenn es um die Gegner der FARC ging, geriet er besonders in Rage. Die USA sind die schlimmsten Feinde, weißt du das? Sie wollen den Drogenhandel bekämpfen und weißt du, wie dieser Kampf aussieht? Sie schicken uns ihre Flugzeuge und besprühen unsere Felder mit die Felder der Coca-Bauern. Sie vergiften die Erde, die Bauern erkranken und stehen alleine da, ohne Land, ohne Unterstützung. Habe ich noch Zeit? Dann schimpfte er noch über die nordamerikanischen Konzerne, die an den kolumbianischen Öl verdienten, und über die Millionen Dollar an Militärhilfe der USA für die kolumbianische Regierung. Wir von der FARC begehren dagegen auf, wir sprengen Ölleitungen und führen so lange Krieg gegen die Ungerechte, bis wir gewinnen. Vor Gericht. Bei einer ersten Verhandlung schrie der gegnerische Anwalt so laut in den kleinen Raum hinein, dass ich vor Entsetzen erstarrte. Jeder, der zur FARC gehört, jeder Einzelne ist ein Terrorist, auch diese junge Frau hier. Die Guerilla legt Bomben, wirft Granaten, knallt unsere Soldaten ab, sprengt Ölpumps in die Luft, überfällt unsere Polizeistationen und brennt ganze Dörfer nieder. Die Angeklagte weiß, wovon ich rede. Als mein Verteidiger das Wort ergriff, steigerte sich der Zorn des gegnerischen Anwalts ins Uferlose. Meine Knie zitterten so, dass sie aneinander schlugen und mein gesamter Körper anfing zu beben. Ich weiß noch, dass er immer weiter gegen die FARC wetterte und Dinge über sie behauptete, mit denen ich persönlich, die Angeklagte, gar nichts zu tun hatte. Ich bin keine Verbrecherin und keine Terroristin. Ich bin ein junges Mädchen, das in einen schrecklichen Krieg hineingezogen wurde und nicht erkannte, was ihm geschah. Und das unendlich bedauert, was den unschuldigen Opfern der Guerilla passiert ist. Nun muss ich dafür bezahlen. Es ist mir schwer gefallen, an das Gefängnisleben zu gewöhnen. Lange wartete ich darauf, dass jemand auftauchte, mich bei der Hand nahm und sagte, Sandra, das ist alles ein Irrtum. Komm, wir gehen auf die Straße, setzen uns in eine Bar, reden mit den Leuten, trinken ein Tintico, ein Tessin Kaffee. Es dauerte Monate, bis ich begriff, dass ich tatsächlich hinter Gittern bin. Dass dies kein Albtraum ist, aus dem ich im nächsten Moment erwache. Allmählich verloren meine falschen Träume an Kraft und der Durst nach Freiheit erlosch, weil nie jemand kam und mich hinausführte. Mir wurde klar, die Zelle ist ein neues Zuhause. Nur meine Erinnerungen können die Mauern sprengen, sie leben ständig neu auf, fliegen über alle Grenzen hinweg und bringen mir die Vergangenheit wieder.
Wie aus dem Nichts tauchen Schreckensbilder auf, die ich vergessen möchte, aber ich habe keine Macht über sie. Ich bin ihnen ausgeliefert, vor allem nachts. Morgens schrecke ich hoch und blicke mich um. Meine Zellengenossin liegt neben mir und schläft. Hinter mir liegen meine Stofftiere und ich sehe das Foto meines Vaters. Im Dämmerlicht ist der Gefängnishof mit seiner hohen, verschmierten Mauer zu erkennen. Dann weiß ich wieder, wo ich bin. So. Alles klar.